So sieht es aus in Pattaya in der Regensaison, in der Low Season. Es ist also im Prinzip nicht besonders voll. Hier unten sind die Motorradparkplätze. Da hinten ist der Eingang, hier ist der Steg. Ja. Hier sieht man ein paar Leute langlaufen, die fahren mit dem Speedboot. Und da hinten sind die Boote, die großen. Ich glaube, da sehe ich nur zwei Stück, es ist nichts los. Da kommt, glaube ich, eins zurück, das kann eigentlich nicht sein, es ist 7.30 Uhr. Oder es kommt gerade, aber sind da Leute drauf? Sieht so aus. Also es ist nicht viel los. Ich denke mal, wenn ich im Dezember hier nochmal herkomme, oder im Januar um diese Uhrzeit, dann ist hier doch erheblich mehr los. Dann staut sich das hier morgen. Die Busse, die stehen hier denn und warten, bis sie an die Reihe kommen, bis die Leute aussteigen. Da hinten staut sich das dann alles. Das Wetter ist besser. Heute Morgen ist ein bisschen bewölkt. Also nicht bewölkt, sondern mal diesig. Da hinten sind noch dicke Regenwolken zu sehen. Leider versperrt dieses nicht so schöne Hochhaus die Sicht. Ja, ich bin hier. Und hier vorne, ach übrigens, hier vorne ist ein Müllschiff, siehst du? Hier unten, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, wenn ich den Finger hinhalte, hier, da ist ein Müllschiff. Da kommt der Müll und wird hierher gebracht oder weggebracht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das ist der Müll, der direkt von Golan herkommt. Und wenn man da unten steht, dann stinkt das kräftig. Oder was ist das? Nee, das ist kein Müll. Das Müllschiff ist woanders. Ich glaube, das ist da hinten weiter. Hier ist, glaube ich, Versorgungsschiff. Die bringen irgendwas, Pakete und... Ah ja, genau. Ich sehe, die bringen Wasser und sowas. Sorry, also mein Fehler. Das Müllschiff ist da weiter hinten. Ja, da wird schön gebaggert. Ein paar kleine Speedboote, Motorboote stehen da. Und die ersten Chinesen sind da schon. Die ersten Verkäufer. Und ich latsche hier in riesengroßen roten Ameisen rum. Und wie man sehen kann, bin ich hier ganz alleine. Das kommt auch selten vor um diese Uhrzeit, ja. Vor allen Dingen in der Low Season schon öfter, na klar. Ja, so sieht das hier aus. Interessant, oder? Jetzt läuft mir hier wirklich gerade die Suppe in die Augen. Also die Hitze, das Wasser, der Schweiß. Ich mache hier gerade ein paar kleine Experimente mit meiner Pocket 3 hier. Ich will hier mal einen Timelapse machen und hier mache ich das mit der Action 4 auch mal Timelapse und gucken mal, welcher am besten ist. Und dann werde ich das auch mal hochladen. Und hier habe ich gerade die Insta 360 Go 3 in der Hand. Ich wollte erst die Drohne mitnehmen, aber hier wurden ja schon so viele Videos gemacht von der Drohne. Da hatte ich dann auch keinen Bock zu gehabt. Hoffentlich fällt mir das nicht runter. Oh, das könnte ich mir eventuell noch holen, wenn das runterfällt. Aber wie komme ich denn hier hin? Oh Gott, das sieht doch übel aus. Kann ich dir vorne runtergehen? Nee, geht auch nicht. Aber ich glaube, die würde ich mir holen, wenn sie runterfällt. Also ich hätte keinen Bock, rund 25.000 Baht oder mehr zu verschenken. 18 plus... 26.000 zusammen. Aber ich habe ja Glück, passiert nichts. Gut, gehen wir noch ein paar Meter hier. Genießen die Aussicht und das Vogelzwitschern. In einem anderen Video habe ich gesagt, dass ich gerne Pattaya verlassen würde. Warum ich gerne Pattaya verlassen würde, stand in dem Titel. Habe ich auch gerade hochgeladen. Aber wenn ich hier so bin und die Atmosphäre spüre, du, dann habe ich doch keinen Bock. Dann bleibe ich doch hier. Einfach faszinierend hier, oder? Immer was los. Es ist nie langweilig. Okay, ich überlege mir mal in 4 Jahren, wenn ich älter bin, dann wenn ich 70 bin, dann kann ich mir immer noch überlegen, wegzuziehen. Vermieten werden wir das Haus nicht. Damit haben wir schon mal Probleme gehabt in Bangkok. Nie wieder vermieten wir ein Haus. Und naja, andere Geschichte, glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Ah, ist das nicht schön? Gut, dann wollte ich mich mal bedanken für deinen Besuch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.
Denn jetzt werde ich noch mal ein bisschen mit dem Moped fahren. Ich glaube, ich werde mich noch mal da unten hinstellen und ein Video machen. Genau, vielleicht kommt das hier noch im Anschluss. Mal gucken. Gut, dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder in diesem Podcast, in diesem Portal, in diesem Kanal. Danke und tschüssi.